Ja, also mein kleiner Sohnemann, wie geht's dir denn? Du schläfst dir ja ganz friedlich. Ui, ui, Du sag mal, ich sitze hier ganz woanders. Wie redest du mit deinem Sohn? Guck mal nach hinten rechts. Da sitzt du. Ich bin ja ja, ich allein bei sehe mir. dich schon, mein kleiner rothaariger Sohn. Ja, Was läuft denn hier? Was schöner Film. willst du jetzt ein bisschen was am Essen haben? Hier ist ein bisschen Reis übrig, mir ein bisschen Fleisch und so. Ich habe kein Besteck, aber du kannst es ja so essen, ne? Was wackelt das so, Mensch? Der scheiß Pilot soll mal hochziehen. Geh der Pilot so hochziehen. Ich zieh dich gleich hoch, mein Kleiner, du. Ich dachte, du schläfst. Papa. Also, ich saß, also von meiner Spielfigur, ich saß rechts im Flugzeug. Ich habe das Kind eben gesehen, wie es durch die Gegend geflattert ist. Herrlich, herrlich. Ja, wirklich? Oh nein. Boah, was ist ihm? Weiß ich auch nicht, Gollum. ja. Ich schaue mal so aus dem Fenster, muss ich sagen, sieht's ja ganz wolkig aus hier, ne? Und ansonsten mache ich hier nicht so viel. Schade, dass man hier nicht aufstehen kann. Vielleicht noch kurz aufs Klo gehen könnte oder so. Da macht's Peng! So, jetzt kann ich aber nicht mehr aufstehen. Voller Blut übersieht. Ich bin immer noch im Flieger. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich habe mir gerade die Figur hat gerade das Kind geklaut. Frechheit. Vielleicht stürzt ich ja nicht ab. Vielleicht stürzt nur du ab und ich komme am Ziel zu Hause an. Ach Stell ja, dir du das mal wieder. vor. Aber wieder Bevorzugung hier, ne? Ja. Also hier passiert bisher nicht so viel. Warum muss ich mir dieses Buch dafür angucken, damit es weitergeht? Buch? Ah, du bist. For Timmy Survival. Und davor ist noch die Werbung, TV-Werbung. Okay, ich Oh ja. sammle. Ja, jetzt Wo geht's bist weiter. Jetzt kommt du? hier eine komische Ansage an. Jetzt fängt sie aber an zu rütteln und zu wackeln, Ach, du mein bist lieber ich. Herr Gesangsverein. Oh Was? Wo no! bist du denn? Ah! Ich bin immer noch im Intro. Alter, ich bin schon längst, naja, gelandet, mehr oder weniger. Aber schon lange. Was machst du denn da? Okay, gut, ich warte hier auf dich. Ja, oh mein Sohn, Mann, alles wird gut, mein Freund. Nee, ach, hier passiert gar nichts. Ah! Okay. Okay. Geht's dir gut? Was? Die klauen mein Sohn? Jetzt muss ich erstmal aufstehen. Ich bin ein bisschen blutig geworden, du, ne? So. Muss ich mir jetzt erstmal hier ein paar Sachen zusammenholen hier. Was liegt denn hier so im Flieger rum? Oh ja, was? Eine Weinflasche oder Alkohol oder was ist das? Oh, was zu essen. Was ist das da? Oh, wir nehmen mal alles mit, ne? Wir nehmen mal alles mit. Mal gucken, was ist hier noch so? Ein paar Dosen. Im Bad, was steht da? Ach, natürlich, die Alkoholflasche im WC bei dem Flieger, ne? Kennt man. Die Alkis, die treffen sich dann immer unterwegs da. Und gönnen sich einen Schluck. Kingsi, wo bist du denn? Ich bewerf dich mal mit dem Ball hier hinten. Fang! Ah, warte. Ihr Oh, fang! mein. Oh. Ihr fein! Ich war falsch schlecht. Außer! Ich wäre vorsichtig, ne? Wir können jetzt noch eine Baseball spielen. Komm, schmeiß mir den Ball! Ich hab ihn doch. Hä? Ah, ist wohl Ich weg. hab ihn Okay, eigentlich. na gut. Dann esse ich hier noch was weg. Hier, hast du schon gegessen, Kingsley? Sonst esse ich dir gerade alles weg. Ich hab schon. Ich hab schon. Du viel fraß. Das ist jedes Mal das Gleiche mit dir hier. So, Ja, erstmal schön ja. Koffer. Das, oh, das mache ich am Dann müsst Flughafen ihr so aber. gern. Erstmal mit der Axt alle Koffer öffnen. Oh, Herr! Oh, hier ist auch noch. Oh, So, was haben wir ich denn hier? muss hier Stäbe, dies, unten. das, Ich nicht jenes. aufmachen. Wo sind wir denn hier? Oh, da ist ein Boot da unten. Sind die auch nicht? Wir sind ein bisschen blutig. Wollen wir ein bisschen baden? Komm mal, ist Urlaubszeit. Wollen wir baden gehen da unten? Nee, ich öffne den Koffer und ich habe einen Tennisball gefunden. Da liegen tote Wale. So, was haben wir denn hier noch so im Du interessierst dich Koffer? nicht für die Tiere. Huch. Nein, ich will die Tiere nur essen, töten und zerschlagen. Alles. Alles klar, machen wir ganz ruhig. Ich krieg den Koffer nicht auf. Ha, jetzt. Hier ist auch noch ein kleiner Koffer. Patz! Ich sammle Da gehen Blätter sie. und Stöcke und Oh. Äste und ich gehe durch Ah, den die kann man hier. Filter, sehe Ah. das aus. Ja, genau, du musst ja auch auf deine Energie achten, deine Nahrung, Futter, Essen. Oh, hier gibt's Steine. Und ein Tennisball wieder. Nein, Was, auf wo ich dieser hier Welt gibt wusste. Steine.
geschmissen. Ich spüre meinen Tennisball. Das klang jetzt irgendwie falsch. Nein. Genau, Stein, wollen wir mal hier vorbeigehen? Oder war ein kleiner Wackler? So ein kleiner, schöner Wackler. Ich bin ein schöner Wackler. So müde vom Wackeln. Alarm. Ey, du hast ja gar nicht alles mitgenommen hier in den Koffer. Die sind ja alle auf. Doch, teilweise sind sie bei dir noch zu, glaube ich. Aber ich hab die. Du kannst nicht mehr tragen, Stöcke. Oh, das ist gut. Das ist gut, dann ist noch Stein, oder? Ich versuche mir alles klein zu haben mit der Axt. Ich kann nicht mehr tragen. Also ich bin Inventar. Foto von Timmy. Ja, schön am blutigen Arm und für das Kind. Oh, das ist auch ein Traum vom Foto. Oh Gott, Alter, was eine. Oh, die Vögel. Also du hast die Stöcker. Ich sammle gerade irgendwie mehr Blätter als Stöcker. Wie kommt denn das? Muss nicht. Wollen wir aber hier hinten erstmal unser Wasser. Oder wollen wir mal gucken, wo wir uns erstmal hier heimisch einrichten? Ja, können wir machen. Also, ich würde ganz gerne noch mal kurz ein Quickie machen. Also, ein Quickie schauen, ob ich irgendwo noch einen Koffer übersehen habe. Und dann würde ich sagen, let's go for it, oder? Ja, ich umgebe mich hier. Also, ich laufe jetzt noch einmal kurz um Flieger. Also, die Koffer, die sind ja immer so ganz praktisch. Du siehst ja auf der Map, wo ich bin, ne? Ja, du siehst mich ja, den Namen siehst du ja weiter, ne? Ich guck mal, mich hier gerade mal am Strand rum, weil hier sind auch Koffer. Ach, da sind noch mehr Koffer. Cool. Ganz viele Cover. Kavallerie. Na, da bleibt dir alles im Halse stecken, was? Foto vom. Hat er da viele Fotos gemacht? Also ach, die Stöcker muss man so separat nochmal einsammeln. Ich krieg die ganze Zeit eine Blocker. Ich bin ja ein Kack-Noob. Ich gucke. Oh, hier scheiß Möwe. Ja! Ja, die Möwe getötet. Was? Du hast was? Ich hab einen Möwenkopf in der Hand. Den schenke ich dir gleich. Okay, ich habe halt wirklich. Ich hab nichts gesagt, nichts Unanständiges. Falls das jetzt so klang, ne, hab ich nicht. Ich hab halt. So, ich kann auch nichts mehr tragen. Jetzt, oh, da hinten bist du. Da sind noch mehr Köfferle? Ja, das, hier ist noch Wale. Ah, au. Oh, doch nicht. Ich hab was für dich. Ich hab eine Axt, mein Freund. Ist das ein Molotow-Cocktail? Das ist ein Vogelkopf. Ach so. Ich hab einen verdammten Vogelkopf hier. Das ist. Ich dachte, Molotow. Das ist ja ein Molotow-Cocktail. Ja, du Vogel, ich hab's mit Tieren, ne? Ich hab, wie heißt der Fetisch mit Tieren? So, egal. Was? Ah, darum wolltest du unbedingt ein volles Spiel. Kannst endlich deine Vorlieben ausleben. So ist das. Ja, ich meine, du hast hier Tiere, tote Menschen, Zombies, was auch immer hier auf dieser Insel lebt. Ich guck mal, du siehst auch aus wie so ein Mexikaner, so ein Los Vojos. Ich bin ein Mexikaner, hast du ein Problem damit? Ich weiß nicht, wie sehe ich denn aus? Ich hab keine Ahnung. Du siehst aus wie so ein kleiner, süßer Europäer mit Bart. Natürlich. So, ich glaube, du bist ein Fotograf vom Drei-Tage-Bart her. Ja, du siehst halt wirklich aus wie ich kann es ja nicht sagen, aber so ein bisschen, ja, weiß ich mir eine Pizza, so ein bisschen. Oh, erstmal haben wir es aber. Ja, Pizza. So, wo sollen wir eigentlich unser Lager aufschlagen? Zuerst? Wir müssen ja irgendwann auch anfangen, hier eine. Oh, guck dir mal den. Alter, siehst du das auch, den Kopf hier? Ja. Oh, huch. Da hast du gut mal reingehauen, du. Hier. Du hast was. Lass mal was essen. Alter, dann könnte ich boxen. Könnte ich auch schmeißen? Nee. Okay, also wir sehen, wo es noch hingeht. Wir können hier sehr viel. Wir lassen. Nimm die da. Ich und mein Hai-Kopf. Ja, hier ist die Sache. Wollen wir uns hier so unten offensichtlich als Schutz, also dass man immer wieder herfindet, oder im Wald niederlassen? Wo natürlich ein bisschen. Mehr Bäume sind. Ja, genau. Ich glaube, mehr Bäume zum Bauen werden. Ich glaube, wir gucken mal hier hinten. Wir können auch hier einfach am Wasser bleiben und hier. Also, hier ist ja alles in der Nähe so ein bisschen. Ich bin nicht so schnell, ich habe einen Kopf dabei. Vergiss das nicht, ne? Ja, wir können uns hier unten niederlassen. Da können wir immer die ganzen Bäume fällen und runterkullern lassen. Ich gucke nochmal. Ja, wir müssen hier eine Lichtung schlagen. Da sehe ich uns. Haben wir sowas wie Karte? Okay, da sehe ich uns auch. Dann lasse ich den hier erstmal fallen, ne? Das ist unser neues Maskottchen. Oh, Alter, das ist halt so dumm. Ich guck mal gerade, was können wir denn bauen? Ich schau mal, ob ich irgendwas craften kann. Wir haben ja Stoff und ich habe mir sagen lassen, man kann die Axt verbessern mit Stoff und B und, zum Öffnen mit H. Drücke I zum Dings. Klicke Herstellungs. Ja. Verbessere ich das jetzt? To-Do-Liste. Kombinieren. Finde Timmy, baue dein Lager. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Okay.
Ah, und hier, also wenn wir also B drücken, da haben wir unser Buch. Was? Was habe ich denn jetzt hier? Ich spiele gerade ein bisschen mit meinen Sachen rum. Oh ja. ich würde einfach mal, wir fangen einfach mal an, eine Unterkunft zu bauen. Wollen wir mal, na, das dauert so lange, ich weiß nicht, wenn die nach. Ich mache erstmal ein Lagerfeuer. Sicher? Okay, dann ich fange schon mal an, die Bäume hier so ein bisschen klein zu bauen. Genau, das Haus, was meinst du, wo er, hinter den Walen oder hier vorne, glaube ich, so sneaky? Hier vorne so? Ja, so mit Blick am See oder da oben auf der Klippe. Ah, ja, hier oben. Warte mal. Ist die Frage, links so ein englisches, also so englische A, so mitten an der Küste, weißt du, mit so einem Cliff und dann schaust du da so runter, sieht vielleicht ganz schnuckig aus. Hier oben die Hütte hin, direkt im Wald, oder? Oh, da, oder ja, das, das wird ein großes Projekt, das da ist dir... Das ist ein Projekt, wir werden lange überleben, ne? Noch sind wir hier am ersten Tag, wir haben viel vor. So, ich fange jetzt hier an, Bäume zu zerkleinern. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Und 6. So, erstmal schön Lagerfeuer gemacht. Oh, ist das warm. Warum kommt da jetzt ein Stein raus? Oh, ist das schön. Wo kommst du denn her? Hä? Ich klopfe hier gerade auf den Baum und auf einmal fällt da so ein Stein raus. Ein Stein aus dem Baum? Ja. Ja, vermutlich habe ich irgendeine komische Taste gedrückt oder irgendwas, aber es sah witzig aus. So, erster Baum fällt. Boff. So, und was macht man jetzt mit dem Baum? Also du musst erstmal B drücken zum Bauen. Erstmal, bevor du irgendwas aufnimmst, erstmal B. Da kannst du nämlich unter dem Punkt. Dann bringe ich die Sachen einfach erstmal zu dir. Du bist ja unser Baumeister, ne? Also soll ich? Okay, ja, okay, nee, wir wollen ja erstmal die Hütte auch gleich. Wir legen ja direkt los, ne? Wir haben ja hier keine. Ja, genau, aber wo soll die Hütte denn jetzt genau hin? Also ich habe hier schon Baustämme. Also, warte mal, wo bist du? Du siehst ja, wo ich bin, genau. Ich weiß nicht, wollen wir hier unten sie so mit reinbauen, dass wir oben Schutz und Schutzwall haben? Ich muss gucken, warte mal, wie drehe ich das Ding dann? Ja? Wo ist denn jetzt der Eingang da vorne? Hier, da ist der Eingang. Hör, ich habe ein Funkgerät. Ah, jetzt hörst du mich. Jetzt höre ich dich doppelt. Nee! Hör auf! Okay, ja, jetzt ist weg, das war das Funkgerät, ne? Ja. Okay, ich baue die Hütte. Damit kann ich nicht selber, okay. Dann musst du auch noch dran gehen. Ich kann die Hütte halt wirklich legit in den Stein bauen. Das machen wir doch mal, ne? Ja. Das können wir von oben unterstützen. Oh, dieser Baum, der braucht ein bisschen, du... Ah, komm! Ah, spüre mal! Ah, ja, komm! Alter, also, fällt mir gleich ins Gesicht. Alter, was ist denn los mit dir? Also, als Kind, dein Traumberuf? Holzfäller! Ja, da darf man immer so im Grünen spielen. So, la la la. Ich meine, ich muss mir überlegen, wenn du wirklich hier in dieser. Ja, mit Flugzeug mal abstürzt irgendwo. Es gibt ja immer noch so indigene Dörfervölker, die immer noch so für sich leben. Hey, Baum fällt in die andere Richtung, Arschloch. Da scheißt dir so ein bisschen ein, wenn ihr plötzlich so einen Eingeborenen anguckt und sagt... Ich denke auch, ja. Ja, moin. Also ich scheiß mir auch so schon ein, so ist das nicht. Ist, ja, ohne alleine, dass da Flugzeug abstürzt. Jetzt habe ich hier irgendwo Bäume geschlagen, aber finde man die Baumstämme nicht mehr, die ich geschlagen habe. Dann mache ich einen neuen Baum. Oh. Wiedersehen macht Freude. Doch, das ist das Schönste. Wenn du dann sie wiederfindest, du kannst sie auch runterrollen lassen. Ja, geh mal. Echt? Man kann die runterrollen? Eigentlich? Kann ich sie nicht treten? Wie kann ich? Hallo? Du musst bald was essen und trinken. Sammelbaumstämme. Achso, ja, stimmt. Oh, Alter. Hör doch mal. Aber wir haben vom Flugzeug ja noch ein paar Snacks und sowas. Ne? Oh, ich habe den einsamen Stein gefunden. Mir fehlt so ein bisschen die Synchronisation von diesen Schlägen, weißt du? Ich wollte nur gucken. Kann ich Bummstimme auch? Du wolltest nur gucken. Ja, ich war erstaunt. Es wird schon langsam ein bisschen spät, kann es sein? Ja, ich habe schon Lagerfeuer gemacht. Dann kümmern wir uns, also aber jetzt noch schnell die Hütte. Ja, dazu brauchen wir tatsächlich einen Zeltplatz. Wir brauchen 89 Baumstämme, mein Freund. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Naja, wir machen uns hier zeltmäßig, behelfsmäßig. Ne? Die Hütte die ist ja nur ein Anfang. Wir können ja jetzt, Lagerfeuer ist. Ja. Das heißt dann. Können wir. Genau. Da ist noch ein Baumstamm. Ich glaube, ich habe den Baum gefunden. Das wird auch schön, wenn es fertig wird. Ja! Oh ja. Langsam wird es ein bisschen dunkel. Ich bekomme hier Angst im Dunkeln.
Ja, kein Problem, halte dich an mir fest. Ich glaube, ich bin schon zu dir. So, huch, fällt er schon? Das Gesicht, so. Mein Handtag, gib's zu. Jetzt glaube ich dir einfach Baumstämme. Mach das. Ja, das ist richtig, dann geht's schneller. So, es gehen ja immer nur zwei. Ist die Frage, ob wir erstmal eine kleine Mini-Unterkunft bauen sollen? Ja, die oder? Wir haben ja hier ein Lagerfeuerchen. So, dann gehen wir wieder auf B wie bauen. Provisorisches Lager. Komm, wir machen mal unsere Hütten hier hinten so in die Ecke. Da, zack, zack. Ah ja, okay, das war's. Oh ja, Herrmann. Ja, ich brauche mehr Äste und mehr Stöcke. Ich muss nochmal holen. Ha, gib ihm. Oh gut, jetzt ist es halt wirklich Arschduster. Ja, ich brauche auch noch ein paar Stöckchen. Stöckchen, 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 Stöckchen. Oh. Hier liegt noch ein Baum irgendwie. Das Ding ist, jetzt bist du meine Orientierung. Ich sehe ja nur dich. Ja, und das heißt, wenn du jetzt Scheiße baust, dann laufe ich irgendwo falsch. Oder umgekehrt. Naja, mir zu vertrauen war noch nie die beste Sache. Och, würde ich jetzt so... Scheiße, hast recht. Hey, wie hast du das Feuer angemacht? Wie hast du das... Ich habe hier einfach einen kleinen Tanzfeuer. Licht. Ja, leider finde ich gerade keine Stöckchen mehr. Ich glaube, du hast die alle schon weg. Nee, du musst die Dinger zerhauen und dann manchmal noch mit E auf dem, also Richtung Boden hier. Ja. Mhm. Wenn sie dann in der Luft zerfetzen wie Chuck Norris. In der Luft zerfetzen. Ah. Oh, da bist du ja. Ist ja schon so ein bisschen komisch, wenn jetzt plötzlich doch irgendwas vor. Oh, hier ist noch ein Baumstamm. Ja, den nehme ich gleich auf den Rückweg mit. Oder ja, wie du magst. Erstmal die Äste. Was denn? Ach, das bin ich. Hast du gerade jemanden gefunden schon, ja? Die Atemgeräusche. Ich muss mal kurz gucken, ob Atemgeräusche über den. Also ich muss sagen, ich wäre jetzt nicht so glücklich, wenn du jetzt da jemanden gefunden hättest. Ah, ich habe genug Stöcker. Es okay. Hörte sich halt nur an wie... Ja. So, bleibt die Frage, wo ist jetzt unser Lager? Huch. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe, ne? Nee. Du vielleicht? Hä? Ach, du Scheiße. Doch, ich sehe ein Feuer. Nee, das bist du. Scheiße. Fuck! Warte, irgendwo Wasser. Hier sind Seile. Seile? Ach, Quatsch, guck mal auf der Karte. Wenn ich umbrichst, da siehst du so einen gelben Hammer. Da haben wir gebaut. Oh, ich denke. Sehr gut. Das ist natürlich auch gut im Markierungs- Dann muss ich auch erstmal was mampfen und was trinken. Ich hoffe, ich habe überhaupt was zum Wir haben die Snacks von den Koffern und so noch. Aber dann müssen wir schon zusehen, wie wir uns. Alter, ich dachte, hier liegt einer. Ey, das ist der Baumstamm. Hier hat sich schon einer schlafen gelegt an unserem Feuer. So, der sieht halt aus, als wenn. Zwei Äste, so, auch leck mich doch. Mal gucken, was haben wir denn hier so? Wir haben etwas zu trinken. Yum, 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 yum. Und einen Snack. Yum, 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 yum. Was essen? Nur wo findet man hier was zu essen? Was kann man überhaupt essen, weißt du? Da denke ich mal, wir müssen uns aufs Angeln und sowas konzentrieren. Würde ich jetzt schätzen. Aber wir müssen erstmal eine Angel finden und bauen. Also richtig Survival. Survival. Warte mal. Huch. Ich kann das Geld, das ich gefunden habe, ins Feuer schmeißen. Was bringt das? Alter, ja, du brauchst das Geld nicht mehr. Bitch Money, go, geh rein. Do it. Oh! Du entfachst es von neuen, ja? Ja, mit Dollar. So, ist deine Hütte fertig, mein Lieber? Gleich. Ich habe nur Angst. Ich hab noch zwei Stöcker von mir reingesetzt. Also wenn man hier wirklich so im Wald rumsteht und du hörst Geräusche, dann denkst du dir so... Warum ist denn hier ein Grab? Ah, ist bestimmt gut, dass wir eine Hütte bauen. Halten wir in Ehren. Kassette, irgend noch so ein komischer Kram. Okay. Gehen wir gerade die Tasten. Nee, ich wollte jetzt nicht das Grab stellen, sorry. Das sah nur so aus. Okay. So, kriegen Sie aus. Ich habe jetzt was genascht. Ich bin jetzt auch bereit, da ein Schläfchen zu machen. Ja, dann lass uns mal hinlegen. Bei mir oder bei dir? Ich gehe bei mir rein und du so. Okay, ich leg mich hin. Z, 1 von 2. Hm? Warum bist du eigentlich noch so blutig? Hast du dich nicht sauber gemacht im Meer? Du bist blutig bei mir. Hier, komm ins Bett. Du musst Z drücken. Komm rein.
Muss man das Engel durchteilen? Ja. Oh ja. Jetzt. Also, wir hätten nur eine Hütte bauen müssen, kriegen sie. Da passen zwei Leute rein. Was, Alter? Wir haben so lange gebumst. Guck dir das an. Ah, aber die, guck mal, wir haben hier noch ein Netz. Die können wir die jetzt. Du hast meine Hütte kaputt gemacht. Nee, die hast du kaputt gemacht. Ja, nee. Aber guck mal, jetzt haben wir noch meine Hütte für die nächste Nacht. Hm? Alter, das macht's nicht besser. Jetzt muss ich vorne liegen. So. So. Ich überlege gerade, was machen wir denn jetzt? Also, ich habe schon wieder Hunger und Durst. Ich weiß nicht, wie ja, ich auch. Weil wir müssen erstmal im Survival Guide gucken. Wir müssen erstmal lesen. So, was ist denn hier? Grundbasis. Schritt, Dings. Blaubeeren mit ovalen Blättern. Das heißt, die können wir müssen Beeren sammeln. Die sind gut, die sind Unterkünfte, Essen. Hasenkäfig. Wasser? Was ist denn ein Wassersammler? Ach so, klar, für Trinken, ne? Ein Jagdunterstand. Okay. Ich baue jetzt hier erstmal einen Wassersammler neben unsere Hütte. Ich hoffe, das ist so vernünftig. Ach nee, dafür brauche ich irgendwas Komisches, was ich nicht besitze. Was das auch immer war, ich habe keine Ahnung. Ups, nochmal. Man kann nicht alles mit der Axt lösen. Trockengestell, was ist denn ein Trockengestell für Fische? Ich überlege gerade mal Medizin, was haben wir noch? Metallbehälter, Gegenstände tauschen. Wie kriege ich denn die... Wieso geht... Mit welcher Taste kriege ich bitte die Kerze? Hätte ich das aus die Dings aus? Nicht. Die Kerze sah schon. War nicht das aber Feuerzeug. Müsste man hier nicht irgendwie eine Angel bauen können? Oder muss man, oder braucht man dafür einen Speer? Ah, wahrscheinlich Seile und dann Stock. Inventar, man muss es ja einfach hinlegen. Ja. Kombinieren, Rechtsklick, kombinieren. Dann haben wir Tuch. Kombinieren. Was wird dann draus? Also ich habe hier schon einen schwachen Speer. Ich guck mal, ob ich damit was machen kann. Ich auch. Ich hab ein Tuch umwickelt. Ach, ich kann den denn anzünden. Ich kann ihn anzünden und dann kann ich boxen. Du hast jetzt eine Fackel gebaut, kann das sein? Ja, ich muss es halt nur mit dem Feuerzeug anzünden. Das wollte ich aber nicht. Okay, den Seestern kann man anscheinend nicht essen. was auch immer du da tust. Brennen. Oh, wir sind Schildkröten. Handgemachte Axt. Okay, da brauche ich Seil. Ah, wenn man drüber geht. Man kann es hinlegen, wenn du kombinierst. Und dann siehst du ja so grob. Dings. Oh, lol. Handgemachte Keule. Ich brauche noch einen Schädel. Schwacher Speer. Handgemachte Axt. Handgemachter Bogen. So, ich hab gerade eine Schildkröte geschlachtet. Och, Mäuschen. Ja, irgendjemand muss es ja tun. Jetzt sei hier mal nicht so. Ich guck mal die Steuerung. Wie krieg ich denn... Wie krieg ich da verdammt nochmal... Es tut mir leid, Schildkröte Nummer 2. Es tut mir wirklich leid. Naja.